Moin Moin, willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Rogue. Nachdem die letzte Folge etwas kürzer geworden ist wegen Serverproblemen, gucken wir mal, ob wir heute etwas länger spielen können. Der Spielstand ist ja Gott sei Dank gespeichert worden, wir können hier einfach direkt weitermachen. Ich brauche jetzt erstmal wieder die Kontrolle über mein Gamepad. Jawohl. So, wir haben einen Bidiza. Ich lasse mal gucken, wie unser Team aussieht. Was haben wir denn da gehabt? Wir waren noch nicht all so weit, aber das sieht doch ganz okay aus. Und gegen das Bibervieh. Und der Bisasam ist auch paralysiert. Na, wir bleiben erstmal bei Pikachu, das ist schon Level 12, das andere hier. Wir machen einen Donnerschock. Das macht gar nicht so viel, aber es ist paralysiert. Traumhaft. Dieser Tackle hat ganz schön wehgetan. Au! Sehr gut. So, dann machen wir einmal den. Wir machen einen Zertrümmerer, das sollte doch. Oh, ne, wir machen Siedewasser. Das sollte reichen, oder? Oh, nicht ganz. Alter, wie stark ist denn dieses Vieh? Das gibt's ja gar nicht. Richtig krass. 20. Sehr gut. So. Was haben wir da? Bärentüte. Fügt eine 33% Chance hinzu, dass Bären nicht verbraucht werden. Hm. Will ich eigentlich nicht unbedingt. Wir nehmen den Superdrang halt. Können wir noch was kaufen? Aber wir haben gar nicht so viel Geld. Sparen wir da etwas? Wir sparen etwas. Wir geben Pikachu den Supertrank. So. Runde 20. Arenaleiter Charon. Oh, ich habe eigentlich noch gar nicht umgestellt, dass ich hier eigentlich ein Junge bin. Aber egal. You remind me of an old friend that makes me excited about this Pokémon Battle. Okay. Kämpfen wir gegen den Arena-Leiter mit einem Pikachu-Gilla. Zertrümmerer. Coole Augen. Unser Angriff sinkt. Nicht gut. Das war weniger Damage als gedacht, leider. Aber die Verteidigung ist gesunken. Vielleicht reicht der nächste Zertrümmerer. Au! Hast du Lack gesoffen? So, wir werden doch nach dem Kampf hier geheilt, glaube ich, ne? Oh, und Widerhall macht ja jetzt immer mehr Schaden, ne? Ah, es macht nicht Widerhall, Gott sei Dank. Die Glut reicht nicht mal ansatzweise. Er ruft das Pokémon zurück. Was hat er denn noch? Ein Yorkleff, Level 14. Junge, was ist mit dir los? Okay, das war jetzt auch nicht gerade viel mit dem. Und tschüss, Klamander. Okay. Wir kriegen das hin. Level 14 ist halt schon ordentlich, ey. Wir machen einfach zu wenig Damage. Wir machen zu wenig Damage. Dieser Sam sollte das doch jetzt schaffen. Wir haben noch den Rankenhieb. Heimzahlung. And it's gone. Au, das tut so weh. Was soll das denn? Und weg. Okay, jetzt wird es Pikachu reißen müssen. Ansonsten dürfen wir nochmal von vorne anfangen. Aber dass wir überhaupt so weit gekommen sind, ist ja schon mal was. Bis zum Arenaleiter. Dürfen wir anfangen? Ich weiß es nicht. Er ruft zurück, das ist okay. Das heißt, wir kriegen einen freien Angriff. Das reicht nicht. Ah, wir dürfen nochmal angreifen. Jawohl. Okay. Level up. Jawohl. Elektroball. Ist das besser als Donnerschock? Macht das überhaupt Schaden? Je höher die Initiative des Anwenders im Vergleich zum Ziel ist, desto stärker trifft sie es eine gewollte Ladung Strom. Gut. Wir sind ja eine schnelle Maus. Schauen wir mal. Yorkleff. Komm. Jawohl. Gott sei Dank ist Pikachu so schnell. Gott sei Dank. Nochmal Glück gehabt. Es geht weiter. Thank you. I saw what was missing in me. Super EP-Pin. Nice. Und heilen, jawohl. Strong. Huh. Weiter geht's. Zwei Wowballs. Da ist natürlich jetzt Pikachu nicht gerade die beste Wahl, aber das wäre perfekt für Glumander. Und wir nehmen Dodo mit rein, würde ich sagen. Machen wir mal eine Glut auf das und ein Piekser auf dasselbe. Dodo ist verdammt schnell, habe ich das Gefühl.
Der Megasauger sollte jetzt nicht allzu viel machen. Ja, das ist okay. Los, komm, dann mach mal einen Volltreffer. Ja, es brennt wenigstens. Aber es ist eben im nächsten. Im nächsten Angriff ist es tot. Hau mal's raus. Hat es gerade Stachelspore auf sein Teammate gemacht? Oder auf sich selbst? Was war denn da los? Okay. Ich meine, hey. Mir ist das egal. So, die Server scheinen stabiler zu laufen hier. Das freut mich. Und das. Warum sollte doch jetzt auch Geschichte sein hier? Das darf doch mal angreifen. Feenprise. Ach, Gott sei Dank nicht effektiv. Und weg mit dir. Ja, der Levelunterschied wird. Da müssen wir was machen. Da müssen wir echt was machen. Aber das war schon mal gut, der Doppelkampf hier. So, wir haben wieder knapp 1,5. Ein Sonderbonbon ist halt stark. Wir geben Glumanda einen Trank. Nehmen wir das Sonderbonbon mit? Ne, wir nehmen das Lockparfüm mit. Hopspross. Das will ich nicht einmal mehr fangen. Es ist schneller als Glumanda. Das darf nicht wahr sein. Brenne. Oh Mann. Das ist gut. Glumanda, reicht das? Nein, das reicht nicht. Es reicht nicht ganz. Aber das reicht. Sehr gut. Jawohl. Strong, strong, strong. Oh, wie ist das aber auch Level 10? Strong, strong. So, was haben wir? Wir kriegen einen Trank geschenkt und auch den X-Angriff. Wir nehmen den Trank erstmal. Ja, mehr Pflanzen-Pokémon. Das ist gut für Glumanda. Das ist sehr, sehr gut. Komm, hau's weg mit dem Volltreffer. Oh, knapp die Hälfte. Ja. Diese Feenprise bringt nichts. Habt ihr das nicht gemerkt? Alles kein Problem. So, das soll der Level 12 für Glumanda sein. Ich glaube, er lernt auch immer noch Feuer-Odem hier. Bei Zeit. Ich weiß auch nicht mehr, wann das war. Feuer-Odem ist verdammt geil. Da haben wir es auch schon. Nice. Wenn man vom Teufel spricht. Wir machen die Rauchwolke weg. Wir machen die Rauchwolke weg. Eigentlich hätte man auch den Tackle wegnehmen können, aber ja. Was soll's. Was soll's. So, Glumanda schlägt sich hier sehr gut. Level 14 für Pikachu. Traumhef, kriegen wir wieder einen Trunk. Ist halt auch verlockend, einen Trunk zu kaufen, um das Sonderbonbon als Level-Up mitzunehmen, ne? Das machen wir jetzt auch. So. Wem geben wir das? Geben wir das Hydropi? Mein Pikachu hat ein Level-Up gehabt, ne? Da wäre es am sinnvollsten, das Pikachu zu geben. Damit nicht so viel verschwendet wieder an XP. Ja, nice. So macht das doch Spaß. Wo sind wir denn hier gelandet? Im Grassy Field. Ist das die offizielle Bezeichnung hier, wo wir gerade sind? Wo es oben rechts steht? Ja, der Damage wird und wird. So, und weg mit dir. Nice. Geil. So weit, so gut. Ein paar Probleme mit dem Arena-Leiter, aber ansonsten alles easy. Ein Riesen-Nugget. Geil. Was kriegen wir dafür? 1100. So, ja, würde ich sagen. Hier ein Trank. Da ein Trank. Dann sind wir sicher. Das Nugget nehmen wir mit. Jawohl. Geiler Scheiß. Oh. Hey, you're here too. Still a perfect record. Huh? Der Finn. Machen wir den auch nochmal schnell platt. Drei Pokémon. Ikastar. Das ist natürlich. Oh, Level 18. Jesus. Nietenranke. Nicht effektiv, aber. Aua. Aber was. Warum denn Level 18? Was ist denn mit ihm los? Ja, da brauche ich jetzt nicht wechseln. Ah, toll. Wow.
Wie hätten wir das denn regeln sollen? Hängen wir so hinterher? Das kann doch gar nicht sein. Was zur Hölle bist du? Kubuin. Ist das ein echtes Pokémon? Das ist ein Witz, oder? Das ist doch kein echtes Pokémon. Das ist ein scheiß Eisvieh. Blöder Bastard. Kannst du auch Eisattacken? Meteorologe. Ich will es nicht unnötig wechseln und eine Attacke verschwenden. Ich will hier ohne Problem. Also nee, mit Problemen werden wir. Ohne Probleme werden wir hier nicht durchkommen. Aber ich will hier nicht komplett untergehen. So. Donnerschock. Reicht das? Ach, auch nicht ansatzweise. Da ist der Pulverschnee. Warum hat er das nicht die ganze Zeit gemacht? Man weiß es nicht. Okay. Boah, Alter, zwei Level. Zweieinhalb Level. Offenlegung. Das brauchen wir, glaube ich, nicht, oder? Wenn das ist, was ich denke, ziehe dir die Schutzschilder das gerne verwenden. Ja, okay. Das brauchen wir nicht. So. Jetzt kommt sein Pflanzenvieh wieder rein, wa? Das habe ich ja fast gedacht. Was machen wir denn dagegen jetzt? Es ist halt vom Level her viel zu hoch. Ich mache mal eine Donnerwelle. Vielleicht haben wir Glück, dass es ein, zwei Mal paralysiert ist. Das ist so. Was macht der Elektroball? Nicht viel. Ah. Okay, okay, okay. Problem. Riesengroßes Problem. Wir sind schneller als das Vieh. What the fuck? Metallklaue. Aua. So, okay, Hydropi. Das Rankending würde ich one-shotten, ne? Boah, what? Das war ja null Damage. Es ist aber auch nicht einmal paralysiert gewesen bis jetzt, ne? Das ist wieder eine riesengroße Frechheit. Ach, nö. Natürlich auch ein Vogel-Pokémon, klar. Okay, das war's. Pflücker. Tuck. Schade. Alter, dieser Levelunterschied war jetzt aber auch richtig krass. Was war da denn los? Also irgendwas ist da grundschiefend liegen gelaufen. Naja, gut. Auf ein neues. Auf ein neues. Was nehmen wir alles mit? Ich würde eigentlich relativ wenig ändern wollen. So, wie war das? Die Pokémon, die so lila umrandet sind, die kriegen mehr XP, ne? Leider haben wir davon keins. Ich würde es nochmal ähnlich probieren, aber diesmal ohne Bisasam vielleicht. Dich nehmen wir mit. Könnte Fifi was Gutes lernen. Es hat halt nur Tackle und Jaula am Anfang. Das ist halt nicht so geil. Nehmen wir doch ein Pflanzen-Pokémon mit. Ich hoffe, dass Fifi vielleicht irgendwie Biss oder sowas bei Zeit schon lernt. Ist ja auch eine starke Attacke. Komm, wir gucken es uns mal an. Ich dachte, ich bin da noch nicht so drin. Aber wir hätten theoretisch noch zwei Punkte zum Ausgeben. Haben wir noch was zum Mitnehmen? Wir könnten Habitak mitnehmen. Wir könnten hier was mitnehmen. Den hat mir nicht gefangen. Den Dusselgurt, nee. Na gut, dann nehmen wir halt noch Habitak mit, wa? Hallo, komm. Let's go. Ein Wumpel. Glumander, das ist doch perfekt für dich. Ist das ein One-Shot? Es ist ein One-Shot. So, wir befinden uns in Town. Hallo. Die Karte ermöglicht es dir, an einer Kreuzung dein Ziel zu finden. Oh, nice. Wir nehmen jetzt aber das Lockpuffer. Wir wollen viele Doppelkämpfe haben. Und kriegen sie nicht. Eneko. Kleine Katze. Ich hasse Mogelhieb. Das ist so unfair. Oh, come on. Gib mir Doppelkämpfe. Gib mir Doppelkämpfe. Pokéball, Lockpuffer. X-Treffer. Ja, wir nehmen das Lockpuffer. Da. Oh, Abra!
Interessant, er teleportiert sich direkt weg, oder wie ist das dann? Ich will erstmal Raupi weg haben. Wobei Raupi auch gar nicht so schlecht wäre zu fangen. Das macht Konfusion. Das kann jetzt schon Konfusion. Ich will dich haben. Bleib drin. Ja, geil. Richtig geil, ey. Nice. Das gefällt. Goldschlag gewährt Geld in Höhe 5% des zugefügten Schadens. Klingt gut. Wir kaufen Trank für dich. Wir kaufen Trank für dich, sicherheitshalber. Und nehmen das. Und geben es erstmal Glumanda direkt, würde ich sagen. Purmel. Dich will ich nicht. Halt. Glut und weg. Ja, das sind jetzt erstmal geschenkte XP hier. Nicht viel, aber es sind ein paar. Prügler. Ist Prügler gut? Ich will Doppelkämpfe. Das ist kein Doppelkampf. Göre. Was ist das für ein Name? School is boring. I've got nothing to do. Yeah, I'm only battling to kill time. Hornliu. Ja, Glumanda, das ist doch alles... gefundenes Fressen für dich. Find ich gut. Noch eins. Na, ein Raupi. Von mir aus. Und weg. Reicht es fürs Level Up? Genau nicht wahrscheinlich. Na doch. Easy going. 5 Hyperbälle, ein Sonderbonbon. Wir nehmen Hyperbälle. Mauzi. Ja, Mauzi soll ja richtig gut sein. Habe ich mal gehört. So, dann machen wir erstmal das. Und das. Ach, dieser Mogelhieb. Das können gefühlt viel zu viele. So. So, du bist weg. Mauzi kriegt jetzt ein bisschen Damage. Level 6 Hydropi mit Zertrümmerer. Jawohl. Wir werfen direkt. Komm, kein Risiko. Ich will es nicht, nicht direkt verlieren. Hyperball, das Vieh ist drin hier. Nice. Nice, nice, nice. Eiszahn. Kann das wer erlernen? Pfiffchen kann es lernen. Warum kann Pfiffchen das lernen? Will ich, dass Pfiffchen es lernt? Eigentlich nicht. Zack. Zack. Gut. Nein, ihr beiden bleibt drin. Du kriegst das. Du kriegst das. Jawohl. Sehr gut. Das macht gar nichts. Das war guter Damage. So gefällt mir das. Noch ein Kratzer drauf. Und tschüss. Sauber. Level 8 Glumanda. So, was kriegen wir? Lawine. Was kriegen wir für Dinger? Das ist ja an sich nicht verkehrt, aber was macht Lawine? Kann ich? Ich will wissen, was Lawine macht, erster. Bevor es. Na komm. Geben wir es einfach. Ah ne, wir haben ja schon 4 Attacken, stimmt. So, Lawine ist natürlich eine Eisattacke, wenn er das gedacht. Wird der Anwender mit in dieser Runde vom Ziel getroffen, macht diese Attacke doppelt Schaden. Ah, eine Eisattacke ist halt schon strong, ne? Komm, mitnehmen. So, weiter geht's. Da haben wir schon unseren Rivalen. Ich hätte in der Zeit schon umstellen können, dass ich ein Junge bin. Aber hey, Zeiten ändern sich. Krokel. Das kleine Feuerkrokodil. Was für ein Level hat es? Level 7 schon. Tropi? Aber es wird Zeit, dass wir den EP-Teiler kriegen. Kanon. Au! Aha, und Pflanzen-Pokémon natürlich, oder was? Elektrovogel. Das finde ich aber nicht nett. Lawine. Das wird nicht überleben.
Och, Mann. Er hat auch gefühlt immer irgendwas Passendes dabei. Das kann langsam auch kein Zufall mehr sein. Ja, ich will mal gucken, ob Abra da was reißen kann. Ich bezweifle es zwar fast, aber... Schade. Wir wechseln trotzdem nochmal. Und zwar zu Fifi. Gar kein Problem. Auch kein Problem? Kein Problem. Ja, ja. Nice. So, es gibt auch ein Level-Up für Abra bestimmt. Na, nette Mal. Wow. Krokel. Oh, wir dürfen nicht mal anfangen. Lieb, natürlich. Nicht zu verachten. Eine Offenlegung. Das war nicht so viel Damage. Oh, dieser Kanon, ey. Ja, wir opfern jetzt hier alles. Wir werden hier durchkommen. Mit allem, was wir haben. Ja, Habitak regelt. Habitak regelt, oder? Nein, es ist schneller. Habitak regelt. Okay. Abra Level 4. Immerhin. So, wir werden hier nicht geheilt, ne? Oder? Werden wir geheilt? Ich weiß es nicht mehr. Wie viel kriegen wir jetzt die ganzen Items erstmal? AP Plus. Alter, wie wir aussehen. Spekuliere ich jetzt drauf, dass wir irgendwann geheilt werden? Ich glaube erst nach 10 Kämpfen, oder? Geh weiter. Boah. Na, ist überlebt. Ui, jawohl, Habitak. Stark. Ich hätte es auch fangen können, fällt mir gerade wieder ein. Aber ein totes Geweih ist ein gutes Geweih. Level 5 für Abra. Nehme ich mit. Finde ich gut. Steige den Angriff in die KP unter 25%. Das ist auch nicht schlecht, ne? Zack. Komm, auch wenn es paralysiert ist. So, das nehmen wir mit. Das kommt der Boss, ne? Ja, okay. Level 7 ist ja noch vollkommen machbar. Wir machen jetzt zumindest einmal Silberblick, okay. Ein zweites Mal werden wir nicht dazukommen. Nein, in keinster Weise. So, Glumanda. Wie wäre es mit einer Glut? Och, nicht mal die Hälfte, das ist doch Schmutz. Komm, das muss immer ein guter Treffer sein jetzt. Ah, jawohl. Und hoffentlich macht's Abra jetzt. Auch wenn wir paralysiert sind. Du musst nur einmal treffen. Komm. Knappes Höschen. Gott, war das knapp, ja. Und jetzt kommt die Heilung nach 10 Kämpfen, ne? Jawohl. Geil. Alles richtig gemacht. Mehr oder weniger. Noch ein Mauzi auf Level 7. Wollen wir dich fangen? Au! Wir fangen dich. Bonbons sammeln und so. Nee, gerade nicht. Sehr gut, sehr gut, die XP. So, wir heilen Abra direkt wieder. Jawohl, Level 7 für Hydropi. Was kriegen wir hier? Supertrank. Wir nehmen den X-Volltreffer mit. Schwein. Aber das kriegst du hin. Jawohl. Weg damit. Das will ich gar anfangen. Jawohl, jawohl, jawohl. So weit, so gut. Glaube ich. Samenbomben. Sagt mir nichts. Klingt doch nicht so geil. Über den Spezialangriff. Ist halt auch eine Sache, ne? Komm, das geben wir Abra.
dass es noch stronger wird. Zickzacks. Ah, man hat Zickzack. Jawohl. Und Dutz. Der Volltreffer. Kurz und schmerzlos. Kurz und schmerzlos. Sonderbonbon nehmen wir und geben es Mitropi. Noch ein Zickzacks. Nochmal ein Volltreffer. Ah, nicht ganz. Bezirzer. Das hat Aua gemacht. So, aber Level 10 für Abra. Strong, strong, strong. Abra gefällt mir richtig gut. X Volltreffer. Nehmen wir. Menki, das ist nicht gut für dich. Bye, bye. Jawohl. Wäre richtig krass, wenn wir demnächst Psystrahl schon lernen würden. So, jetzt sollte man aber auch wie ein anderes mal vortun. Ah, noch ein Sonderbonbon, geil. Jetzt gehen wir direkt auch wieder klummern da. Ich weiß nicht, ob das gut ist mit den Sonderbonbons. Oder ob man andere Items nehmen soll. Ah, ich wollte wechseln, scheiße. Und ich sehe gerade, die X-Volltreffer stacken nicht. Also oben links sieht man sie ja, wie viel Dinger die noch haben, wie viele Ladungen. Und da gehen beide jeweils eins runter. Schade. Ich dachte, das eine verbraucht sich dann irgendwann. Oder erste. Bis das andere aktiviert wird. Dem ist wohl nicht so. Ein Hyperball. Seidenschal für Normalattacken. Das ist natürlich für Mauzi perfekt, wa? Nehmen wir. So, Level 10, Fifien. Kriegt Hydropi das hin? Sollte doch eigentlich mit Zertrümmerer. Oder auch einfach nicht. Oder auch einfach nicht. Wechseln. Glumanda. Aber gut, dass wir Abra da rausgenommen haben, weil der Biss hätte ganz schön reingehauen. Alter! Was ist mit dir? Und das lebt natürlich noch. Okay, warum auch immer es nicht nochmal Biss gemacht hat, soll mir recht sein. Das hat ganz schön Aua gemacht. Ja, Hydrobi Level 9, der Steinwurf, den sollten wir auch mitnehmen, denke ich. Machen wir den Tackle dafür weg. Ein Stückchen trinken. Top-Genesung, Junge, Junge. Glimmanda heilen. Hydrobi heilen. Stell 10 AP wieder her. Nimm die Bälle mit. Menki, wäre eigentlich auch eine Überlegung, es zu fangen, ne? Au. Au, au, au. Habitak. Na. Oh, es geht daneben. Oh, nice. Will ich es fangen? Zweimal nur. So, überlebt den Piekse? Nein, Volltreffer natürlich. Ja, okay. Macht nichts. Macht nichts. Glumanda Level 11. Abra 12. Wir kaufen wieder Tränke. Gehen wieder auf X-Volltreffer. Latiri, das finde ich eigentlich ganz geil. Das finde ich eigentlich ganz geil. Dann nehmen wir. Ich probier's mit. Habitak, es kann doch schon Glut. Da habe ich drauf spekuliert, dass es das nicht kann. Oh, der Volltreffer war gut. So, Superball muss reichen. Datiri finde ich gut. Das hätte eher als Starter-Pokémon mitgenommen als Habitak. Wir wechseln es auch aus, glaube ich, ne? Komm. Bye bye, Habitak. Das war mir eine Ehre.
So, was kriegen wir? X-Spezialangriff. Wir geben erstmal der Tiri den Trank. Dass wir ein Geld verballern. Nein, ich hätte... Oh. Ich hätte auf den Doppelkampf gehen sollen. Level 14. Hydropi. Kommst du da mit deinem Zertrümmerer weit? Eigentlich klar. Wir haben noch den Volltreffer drauf. Das war kein Volltreffer. Okay, solange es nur die Attacke macht, ist das einigermaßen okay, glaube ich. Aber zu viel davon ist auch nichts. Um die Hälfte. Oh, nicht ganz die Hälfte. Come on. Coole Augen. Au. Nein, das macht er da. Das hängt nur den Angriff. Da war ich kurz woanders eben. Okay. Die Hälfte hätten wir. Das will nicht so ganz angreifen anscheinend. Ganz keine Angriffe? Ich werde jetzt Abra einwechseln und dann kommt doch bestimmt irgendein dummer Tackle oder sowas, der es one-shottet. Ne, wir ziehen das so durch. Das ist jetzt hier Safe Strat. Mehr oder weniger. Wir kriegen das hin. Aber ich würde schon gern einmal Abra einsetzen. Wäre nämlich saftige XP. Und ein Kadabra wäre... Verdammt geil. Wie kriegen wir dann Simsala eigentlich? Weil eigentlich wäre es ja durch Tausch. Aber ich weiß nicht, wie das hier dann funktioniert. So, weg mit dir. Bye bye. 470, geil. Mautier lernt Kratzer. Mautier lernt jetzt erst Kratzer. Okay. Einmal ein bit surprised. EP-Pin. Nice. Und einmal heilen. Jawohl. Gut. Wie weit kamen wir vorhin? Bis zum Arenaleiter, ne? Nee, bis zum Rivalenkampf hier. Felino. Ja, haut sie. Du hast den Seidenschal. Und den Mugli natürlich auch. Der gute Mogelhieb. Das ist okayer Damage. Das ist auch okayer Damage. Aua. Volltreffer. Tu es. Das war kein Volltreffer. Okay, schade. Mein Versuch war es wert. Dann kriegt die XP halt Glumanda. Ich habe das Gefühl, man sollte kein ganzes Team hier trainieren. Ne? Man sollte sich wirklich so auf so 3, 4 Pokémon versteifen. Ich weiß es nicht. Wir machen den Heuler weg. Also 2 Kanonenfutter bräuchte man gefühlt immer irgendwie. Schwarzgurt und AP Plus, das ist natürlich. Beleber kaufen ich, können wir auch gar nicht. Stärkere Kampfattacken, das wäre doch was für Hydropie. Meryl. Ja, ich möchte tauschen. Und zwar zu. Ja, komm. Macht das Sinn? Clubstrahl. Aua. Tschüss. Ah, okay. Dachte, da kommt mehr bei rum. Okay. Meryl. Das ist jetzt nicht so nett. Was machen wir da? Kampf war gut auf Fee? War nicht gut auf Fee? Das hat auch irgendeine Wirkung. Ja, ich guck. Da weiß ich wenigstens gleich. Oh. Okay, war nicht sehr effektiv. Das war ein Volltreffer. Das, ne? Wir machen einen Steinwurf. Gucken, was der macht. Wir machen noch einen Steinwurf. Dann fangen wir es einfach, würde ich sagen, oder? Bevor es noch blöder wird. Nice. Problem wäre mitnehmen. Ich bin nicht so begeistert von Fifien. Auch wenn es noch nicht viel gemacht hat jetzt.
Schutzschild. Nein, das brauchen wir nicht. So. Heilen, heilen, heilen. Die Krambo-Beere erhöht einen Statuswert stark. Erhöht einen Statuswert. Wow. Ja, Meryl kriegt den Trank. Halt. Ja, doch. Wir nehmen das hier mit. Goldini. Goldini, Goldini. Level 14 schon. Glaub, ich level jetzt Abra so lange, bis wir das Kadabra haben. Das müsste ja Level 15 sein dann. Boing. Okay. Hat mal kurz geroost. Der Lebensbalken war aber mal direkt weg. Ist die Frage, ob das jetzt... ob es sinnvoll ist, als zwei mitzunehmen. Ich weiß es nicht. Na komm. Was soll's. Ein Karpator auf Level 14. Weg ist es. Das wird aber nicht fürs Level abreichen, ne? Das habe ich ja fast gedacht. Okay. Quasi ein Free Item. Ja. Oh, Snacket. Ich will aber Doppelkämpfe haben. Oh, kommt Trainerkampf erst jetzt, ne? Oh nein. Hieß mir doch vorhin gescheitert, glaube ich, oder? Nee. Ah, ich weiß es nicht mehr. Naja, diesmal werden wir es schaffen. Ganz bestimmt. Level 18 schon. Los, Abra, du kannst das. Boah! Zu früh gefreut. Zu früh gefreut. So, jetzt wechselt er eh wieder aus, weil er natürlich was anderes hat. Hat wieder die Vogel-Pokémon. So ein Babsack, ey. So ein Babsack. Wir machen weiter. Es ist schneller als wir. Okay. Überlebe. Jawohl. Und nochmal Initiative senken, das wäre super. Man tut's nicht. Eieieiei. Eieieiei. Lumanda. Feuerode. Weg mit dir. Nice. Das waren ein paar Level. Jo, natürlich hat er einen Lapras dabei. Paralysier doch. Wir machen das hier. Los, er paralysiert. Wobei, es hat er vorhin ausgebracht, die Paralyse. Das wird, glaube ich, 6 Mal hintereinander angreifen, ohne dass es paralysiert war. Ach, Mann. Das Lapras ist halt jetzt völlig für den Arsch. Mit Zertrümmerer kommen wir ja vielleicht noch ein bisschen weit. Das sollte ja sehr effektiv sein. An den habe ich jetzt auch nicht mehr gedacht gerade. Okay, das Lapras kriegen wir noch. Und danach kommt noch das blöde Krokodil. Oh Gott. Okay, 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 okay. Alles kein Problem. Alles kein Problem. What the fuck? Jawohl, geil. Das waren ein paar XP hier. So, ich hoffe, dass wir das Krokodil auch noch platt kriegen. Morabel. Nice. I like that. Lehmschuss. Nehmen wir Lehmschuss mit. So eine Stärke hat es 55. Und wir kriegen den Step-Bonus jetzt dazu. Nehmen wir Steinwurf weg, weil wir haben ja schon Lawine eigentlich. Ja, wir nehmen Steinwurf weg. Superschall, nein. Tiere Level 13, jawohl. So. Oh, ich hoffe, wir sind jetzt schneller. Sind wir nicht. Und Stand Pauke. Oh, wir leben. Komm, das muss reichen jetzt. Okay.
Wie viele Level waren das jetzt für Morabbel? Alter Schwede. Oh, I guess I was overconfident. Mhm. Du hast verloren. Diesmal hast du mich nicht gekriegt. EP-Teiler, jawohl. Also wir werden nicht geheilt, wie es aussieht, ne? Das ist so ekelhaft. Das ist so disgusting. So. Kami-Hubs. Noch mit dem Lebensschuss. Und fangen es? Wir fangen es direkt. Reicht dann Pokéball? Komm, bitte, 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 bitte. Jawohl. Gar kein Problem. So, da alles schon fast tot ist hier wieder. Mauzi Level 8. Ja, nee. Mauzi, sorry. Jetzt haben wir drei Wasser-Pokémon dabei, oder? Gut, wir sind ja auch gerade im Lake. Das heißt, wir werden vermehrt auf Wasser-Pokémon treffen. Ein Top-Believer. Stark. Den nehmen wir. Und zwar für Abra. Ja. Definitiv. Satiri, das ist absolut nicht dein Gebiet hier. Du bleibst drin. Du kommst rein. So. Wir machen zuerst Goldini weg. Ja. Es ist schneller als wir. Das gefällt mir überhaupt nicht. Jawoll. Dann geben wir uns das Level ab für Abra. Level 15, Level 16 entwickelt es. Oh, Level 16, wie es jetzt aussieht. Schade. Okay. Alles kein Problem. Fusion ist so stark hier gerade. Beziehungsweise Abra ist gerade so stark. Nice. Okay. Quasi fast nichts passiert. Aber wir werden gleich wieder gegen irgendwie ein ekelhaftes kämpfen müssen. Da sollten wir eigentlich ein einigermaßen fittes Team haben. Ne, noch ein normaler Trank. Nehmen wir das mit? Na komm. Geld sparen. Okay, okay. Level 19, what the fuck? Nein, nein. Nehmen wir Kami-Hubs rein? Was hat Kami-Hubs eigentlich alles? Es hat Biss. Ja, ich glaube, das wäre jetzt gerade die sinnvollere Wahl. Ich würde jetzt Abra ungern nochmal verlieren. Wir nehmen das. Wir machen erst das Enton weg. Schlecker, gar kein Problem. Sind beide schneller als wir. Das finde ich nicht nett. Das finde ich überhaupt nicht nett. Okay. Ah, wichtig. Wichtig. Wichtig und richtig. Datiri 15. Trash-Flegel. Ja. Wollen wir das? Brauchen wir das? Eigentlich nicht. Ich kann nicht einschätzen, wie gut das ist. So. Nee, wir bleiben bei Lebensschuss. Wir bleiben bei Biss. Okay, solange man das macht, ist es in Ordnung. Speedfell. Jawohl. Im besten Fall dürfen wir jetzt nochmal direkt angreifen. Nein, dürfen wir nicht. Überlebe. Es überlebt nicht. Aber wir dürfen nicht Abra vor einsetzen. Schade. Okay. Haben wir noch einen Kampf vor uns, aber wenigstens haben wir jetzt das Kadabra. Brrr. Das wird schwierig jetzt, das wird schwierig. Aber nicht unmöglich, sag ich. Hallo Kadabra! Los, Psystrahl! Boah, oh, nice! Achso, muss ich das einsetzen? Ja, okay. Strauchler sagt mir leider jetzt nichts. Wir kaufen einen Trank für Kami-Hubs.
Ach Gott, das geht doch schon nicht lang gut hier jetzt wieder. Katafra Level 17. Ach Gott, die Ameise, die Unterwasserameise. Das hat auch noch den Käfer typisch. Das gibt's ja gar nicht. Kami-Hubs. In dem Falle bist du jetzt gerade gut, weil du Biss hast. Lupstrahl. Au! What the fuck? Oh, es flincht. Nice. Das war wichtig. Oh, das war wichtig und strong, strong, strong. So. Noch ein Sonderbonbon. Ich gebe es Abra. Wir beleben ja keins. Kein Pokémon, wenn wir ihm Sonderbonbon geben, glaube ich. So. Arenaleiter Wellenbrecher Marinus. I'm the tidal wave of power to wash you away. Okay, Wasser-Pokémon. Für der Tiri halt natürlich wird's blöd, aber. Mal gucken, wie weit wir hier kommen. Oh, das wird nicht gut, das wird nicht gut, ne? Das ist ein fucking Plinthorn, das macht so viel Aua, ey. Ist ja nicht normal, ey. Okay. Kadabra, das wirst du jetzt reißen müssen, aber ich. Guck erst noch, dass wir das hier. Wegkriegen vielleicht, dieses Plinfer. Überlebe eins wenigstens. Jawohl. Und das wird auch nicht ganz reichen jetzt, ne? Oh, disgusting. Okay, Kadabra. Wir waren erstmal Konfusion. Oh, hab ich das gewusst. Yo! Hast du Lack gesoffen? Das war ein Volltreffer. Das ist nicht gut. Also ich mache irgendwas grundlegend falsch. Weil die Level einfach irgendwann so dermaßen anziehen. Also ich sollte wirklich nur, keine Ahnung, 3, maximal 4 Pokémon trainieren. Der Rest ist ja wirklich Schwachsinn. Gut. Was haben wir? Eine knappe 3/4 Stunde. Mache ich noch einen Run? Komm, einen versuchen wir noch. Einen machen wir noch. Wir haben wieder was gefangen. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall Abra mit am Anfang. Wie viele Punkte kostest du? 3. Glomanda ist halt auch so eine Sache. Ich würde es ja gerne mitnehmen eigentlich immer wieder. Und Hydropie auch wegen den ganzen Attacken. Aber irgendwie kommen wir gerade nicht so ganz vor. Jetzt machen wir mal was ganz Verrücktes hier. So. Hydrobi ist halt gut wegen Zertrümmerer und weil wir am Anfang ja relativ viel auf Normal-Pokémon treffen. Komm, mitnehmen. So, haben wir mittlerweile eins, was nur einen Punkt verbraucht. Scheint nicht so. Sollten wir auch langsam mal anfangen zu fangen. Ah doch, hier, guck mal. Tipurze. Na, von mir aus. Von mir aus. Wir sind in der Stadt und kämpfen als erste gegen einen Myrapla. Das ist vom Typ Gift. Es mag keine Konfusion. Batz. Nice. Jetzt Verteidigung. Wir nehmen Pokébälle mit. Oh nein. Ein Unlicht-Pokémon. Das wollen wir nicht haben. Hydropie. Das ist deine Aufgabe. Mach es nass. Jawohl. Hat eine Beere gefressen, das Scheißvieh. Ah, das hat dir nichts gebracht. Böses Hundi. Sonderbonbon, Superball. Ja, Superball. Okay, Weihe. Bevor sie eine blöde Käferattacke kann. Gar kein Problem. Es kann scheinbar keine Käferattacke auf dem Level. Doppelt die Wahrscheinlichkeit. 25. Ja, gut. Das sollten wir eigentlich mitnehmen, ne? Nehmen wir. Flummel. Abracadabra. Das Flummel ist gleich nicht mehr da. Können wir die Attacken auch irgendwie auswechseln hier? Weiß ich jetzt gerade nicht.
Oh, Erstauner. Das gefällt mir gar nicht. Schnell weg damit. Und ein Trank? Kriegen wir einen Trank? Feuerschlag. Habra könnte Feuerschlag lernen. Macht mir das? Ach. Ein Libro. Ach. Drauf geschissen, komm hin. Ich glaube mal, dass das nicht stackt, ne? Wir nehmen einfach das Sonderbabon, geben es da Tiri. Was soll's. So. Ein Trainerkampf, die Göre Maya. Maya, wie bist du? Ein Hornliu. Okay. Das ist doch kein Problem. Dutz! Level 6 für Afra. Und dann Rauchi? Wieso? Okay. Oh, knapp. Knapp, knapp, knapp. Stark mal. Maya, Abra. Die Karte ist halt noch relativ uninteressant für mich, habe ich das Gefühl. Wir nehmen sie mit. Oh Gott. Konfusion. Jetzt lebt, fangen wir es. Wenn nicht, ist es halt tot. Nehmen die XP mit. Oh, ein Hyperbällchen. Spitzer Schnabel, die Stärke aller Flugattacken eines Pokémon. Ja, das nehmen wir doch mit für Datiri. Ja, geil. Hut, Hut. Ja, ich guck mal, wie sich Abra hier schlagen wird. Ach Gott, das ist verwirrt. Aber wie wir alle wissen, es wird sich nicht selbst. Oh doch. Ich bin überrascht. Wie kam das denn zustande? Gleich im Kalender eintragen. Gleich im Kalender eintragen, sowas. Sonderbonbon. Oh. So, zack. Und da ist er schon wieder. Der gute Finn. Ich werde wahrscheinlich nie umstellen, dass ich ein Junge bin. Da werde ich nie dran denken. Floink! Volltreffer, töte es! Ja, überleben wir. Gar kein Problem. Abra ist verdammt strong am Anfang, ey. So, was kommt noch? Kriegen wir den? Rums! Eine volle Breitseite. Ja, Abra rockt hier das Ding. Hallo, hopp. Fünf Hyperbälle, Käfertrutz. Das kann wahrscheinlich keiner lernen. Also die Purze. Nein, das brauchen wir jetzt nicht. Wir kaufen einen Trank. Und nehmen die Hyperbälle mit. Knilz! Endlich mal ein Doppelkampf, ich glaub's ja gar nicht, ja. Nein. So, wir machen Konfusion auf Knilz und machen den Peaks, also jetzt halber auf Knilz. Dann sollte es doch eigentlich weg sein. Sehr gut. Tobi Level 6, Zertrümmerer. Das kennen wir ja schon. Kraftschub. Angriff und Spezialangriff. Das macht man aber nicht hier. Das wird mit Konfusion bestraft. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Vertrauenssache. Sagt man da wieder nichts? Wir nehmen das mit. Das ist gut für Abra. Knilz. Oh, Boss Knilz. Ja, doch, Datiri. Das wäre doch was für dich. Du machst doch extra Damage mit deinem Piekser hier. Natürlich der Volltreffer, aber das sollte weg sein jetzt. Nice. Und es gibt die Heilung. Oder? Sollte doch nach 10 Kämpfen gab es doch die Heilung immer. Ein EPP. Musik in meinen Ohren. Planes. Okay, also alle 10 Kämpfe kommen wir irgendwo anders hin. Ist mir das auch endlich mal aufgefallen. P.
Pieks. 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 Jawohl, Glut. Wann lernen wir die Glut? Level 10 erst? Oh, wow. Okay, ich wollte trotzdem 40 Brütze. Und ich wollte ihm fast schon per TM beibringen. Ein Trank. Bleiben wir bei dem Kram. Ah, komm. Schaden kann es nicht. Eichhörnchen. Raffel. Kleines Raffel. Da haben wir doch den Zertrümmerer für dich. Alter. Okay, das wird dann wohl nichts mit Hydropie. Biss kann es auch noch. Nicht mal Abra kann ich jetzt einsetzen. Oh, wir wurden doch gerade geheilt. Na, ich hätte es nicht besiegen lassen. Ich hätte wechseln sollen. Ich hätte einfach wechseln sollen. Das war nicht clever. Das war einfach nicht clever. Da haben wir die Glut. Amazing. Kriegen wir einen Beleber geschenkt, das wäre super. Top-Beleber sogar. Ja, nehmen wir. Können wir gebrauchen. Doppelkampf, jawohl. Ne, das Team passt so. Dann machen wir... Nein, die Glut macht halt noch keinen Step-Bonus. Und wir haben ja noch den komischen Schal, der mit Flug-Damage noch extra Schaden macht. Wir machen erst einen anderen Vogel weg. Ruckzuck-Hieb. Au. Au. Wow. Einfach nur wow. Das war ganz schön gemein eben. Das ist Damage, das gibt's ja gar nicht. Das ist ein scheiß Ruckzuck-Hieb. Schon wieder ein Pokémon weg, ey. Ob wir nochmal Top-Beleber kriegen werden? Ich bezweifle es fast. Ich bezweifle es fast. Och, come on. Okay. Los, Top-Beleber, bitte. Da oben wäre ein Beleber, aber... Nee. Wir ziehen das durch. Schweinchen. Pieks. Volltreffer war das. Oje, oje. Sie ist halt manchmal auch echt schwierig einfach. Top-Beleber. Oh, Sonderbonbon. Ich werde den Beleber nicht kaufen, er ist mir zu teuer. Wie viel XP? Ja, du hast fast das Level Up schon gehabt. Geben wir es hier trotzdem. Blödes Fifien. Ne, wir machen das hier, wir machen das hier. Jawohl. Und weg mit dir. Ah, sie überlebt ja mit einem KP. Unnötiger Damage. Ne, das wird kein guter Run, wie es scheint. Das wird kein guter Run. Ja, komm, ich muss... Abra braucht Level, wir brauchen Abra im Team. Nee, schon wieder so dumme Eierschön, das macht so viel Damage. Oh, es macht's kaputt. Oh, Gott sei Dank. Level 10, jawohl. Wichtig und richtig. Wir kaufen wieder einen Trank. Nehmen das X-Tempo. Ah, Mangunio. Und das Eichhörnchen. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Das ist auch Level 12, das andere 4 einfach. Es
man kommt halt echt nicht hinterher. Was willst du denn da machen? Gar nichts machst du. Nullinger. Los, geh weg. Na, wenigstens das. Wenigstens das. Das ist... Ich weiß ja nicht, Das ist... Puh. Wow. Na, ich muss gucken, dass ich irgendwie ein paar Tipps hole oder sowas. Ich mach gefühlt irgendwas grundlegend falsch, aber ich weiß nicht was. So, na toll. Jetzt kommt da wieder der Bosskampf oder der Arena-Kampf und dann stehen wir wieder da wie Ochs vom Berg. Zack. Zack. Biber. Aber ich kann doch nicht nur ein Pokémon trainieren einfach am Anfang, das ist doch Schwachsinn. Ich meine, das... Den Biber kannst du jetzt wieder fangen, okay, aber dann ist er auch wieder... Wieso kann das denn Walzer, verdammte Scheiße? Wir kriegen so viel Damage eingeschenkt. Das ist unfassbar. Ja. Puh. So. Ein Hypertrank. Ah. Sollten wir nehmen, wa? Ach, dieses Eichhörnchen geht mir aufs Loch. Das sieht nicht gut aus. Das sieht einfach nicht gut aus. Das. Um Himmels Willen. Um Himmels Willen. Natürlich überlebt es das. Natürlich überlebt ihr damit einem KP. Oh, ich rechne mich mal nicht auf. Ja, toll. Jetzt kommt der Trainerkampf und wir stehen mit, ich glaube, insgesamt 11 KP. Da. Na, wenigstens noch ein Supertramp. Hooray. Meine Sipurze ist noch voll gelevelt. Okay. Ja, gut, das ist Schwachsinn jetzt, das ganze Knicken. Also, das ist ja. Was ist das, Level 15 oder sowas schon wieder, ne? Ach, Level 13 war es. Alter, ich... Hab nicht mal eins... Oh, doch, der Tier ist auf Level 14, aber auch mit den Sonderbonbons nur. Ich weiß nicht. Naja, gut. Jetzt haben wir knapp eine Stunde aufgenommen, ein bisschen länger. Dann passt das ja auch wenigstens. Na, wenigstens das Vieh kriegen wir noch. Ist jetzt noch blöd und macht eine andere Attacke, die kein Damage macht? Lehmschuss, ja gut. Und einen Rutenschlag weg. Ich würde lachen. Mach jetzt irgendwie Heuler oder sowas, das wäre super. Kampf, Widerhall. Biss. Schade. Wäre zu schön gewesen. Zieh kurz auf Level 8, du wirst jetzt auch sehr wenig reisen, nehme ich an. Und tschüss. Naja, gut. Ich werde mir irgendwas überlegen müssen. Irgendeine Idee brauche ich. Ich werde mir jetzt irgendwelche Tipps holen. Und dann läuft es beim nächsten Mal hoffentlich besser. Oh, naja, es macht trotzdem nach wie vor Spaß. Auch wenn es schon ein bisschen schwierig ist. Ja, gut. Dann hoffe ich, dass es im nächsten Part, wie gesagt, besser läuft. Bis dahin sehen wir uns wieder. Macht's gut. Ciao.